Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem, ich glaube, ich nenne es Infovideo, irgendwie sowas irgendwie. Jedenfalls geht's heute so ein bisschen, um den FIFA 16 Karrieremodus, warum da im Moment keine Videos mehr kommen. Und ja, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, weil wir hier in England und Frankreich Trikot anhaben, wird es auch um die EM 2016 gehen. Das ist nämlich, ich erzähle es euch. Kommen wir mal zum Kern der Sache, nämlich zum Thema FIFA 16 Karrieremodus. Ja, irgendwann so in den Osterferien kam, glaube ich, die letzte Folge. Da hatte ich vor England noch vorproduziert. Und irgendwie hatte ich dann keine Lust, FIFA aufzunehmen. Zumindest Karrieremodus. Es war dann so, immer nur das Gleiche. Wisst ihr, es war einfach nicht mehr... es hat mich nicht mehr gereizt. Und ich hatte nicht mal so die Lust auf FIFA, wie ihr vielleicht aus dem letzten Snoop-Vlog schon erfahren habt. Jedenfalls habe ich das Projekt jetzt, sagen wir mal, pausiert. Es kann ja sein, dass ich in den Sommerferien wieder Lust auf FIFA bekomme, wahrscheinlich. Und dann werden wir da auf jeden Fall weitermachen, vielleicht mit der Karriere. Und FIFA 17 natürlich wieder. Aber ihr wisst ja, Pausen sind gut, sieht man ja in Omsi. Im Moment mache ich fast nur Omsi-Videos. Und die mache ich auch richtig gerne. Und hoffentlich passiert das mit FIFA auch so. Aber da bin ich relativ zuversichtlich. Wobei, morgen nehme ich mit dem netten Barkin nur eine neue Runde Footdraft auf. Darauf freue ich mich auch schon total. Also in den nächsten Tagen kommt dann doch zumindest wieder 1, 2, 3, 4, 5 FIFA-Videos Footdraft auf jeden Fall. Naja, und dann, um auf das Nachfolgeprojekt vom Karrieremodus zu sprechen zu kommen, nämlich der EM 2016. Wie ihr seht, haben wir hier schon so Trikots an, das habe ich euch ja alles erzählt. Er steht auf dem Pennyboard und sind vielleicht noch ein bisschen kleiner als ich. Naja, jedenfalls werden wir, wie ich glaube ich auch schon in einigen FIFA 16 Videos erzählt habe, mit England die Karriere oder die EM spielen, sagen wir mal so. Da wird dann auch, wie in der Realität, wenn England, keine Ahnung, am 13. Juni spielt, dann spielen wir in der Realität auch am 13. Juni. Das wird genauso sein wie FIFA World Cup Brazil. Allerdings versuche ich nochmal so die Qualität so ein bisschen anzuheben und deswegen bin ich da gerade auch so ein bisschen noch am Planen und Tüfteln. Aber lasst euch auf jeden Fall überraschen, das wird ziemlich gut. Ich denke mal, da wird dann in den nächsten Tagen, Wochen auch noch ein Infovideo kommen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Aber ansonsten war er nicht so ganz zufrieden, weil er sollte mitmachen, so als Co-Kommentator und auch mitspielen. Die Karriere oder die EM. Und er hat gesagt, nee, Philipp, England ist langweilig, England mache ich nicht. Jedenfalls, um aufs Thema zu kommen, er will eine andere Mannschaft nehmen, ein anderes Land. Und jetzt ist die Frage halt, was für ein Land. Ihr könnt entscheiden, soll er mit Frankreich spielen, England ist vergeben, soll er mit Deutschland spielen, soll er mit, keine Ahnung, mit der Türkei spielen, soll er mit, Holland ist nicht dabei, mit aber Albanien, Belgien, Rubin, Albanien, Rumänien? Ja. Okay, Rumänien oder Türkei Slowenien, oder... Rumänien, Slowakei, was weiß ich. Ja gut, Nordirland, Wales. Spanien, Italien. Natürlich, die üblichen halt. Also schreibt doch mal in die Kommentare, mit welchem Land er die tolle Karriere machen soll. Und ansonsten, haben wir, glaube ich, schon so einiges geklärt. Also wir haben geklärt, dass FIFA jetzt erstmal pausiert ist. Wir haben geklärt, dass ihr in die Kommentare schreiben sollt, mit welchem Team er spielen soll. Wir haben geklärt, dass ich mit England spiele und da noch so ein bisschen am Tüfteln und Basteln und Überlegen bin. Das Spiel ist ja Pro Evolution Soccer. Haben wir uns, wann war das? Gestern? Nee, heute Morgen haben wir uns das gekauft. Und jetzt sollt ihr doch nochmal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir da vielleicht mal so einige Livestreams auch machen sollen, wo wir das Spiel schon mal so ein bisschen testen, wo wir trainieren, damit wir nicht total Noobs sind, wenn wir dann letztendlich damit anfangen. Also schreibt das doch auch gerne mal in die Kommentare, irgendwie wird das schon in den Terminplan passen. Und ansonsten, habe ich glaube ich heute ziemlich viel gelabert, das soll es gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, falls es noch nicht getan haben solltest. Wenn du Bock auf weitere solcher Vlogs, Gelabere, Dingsda-Videos hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Vlog-Channel vorbei. Den verlinke ich dir dann hier oder da irgendwo. Ansonsten, sehen wir uns demnächst mal bei den nächsten Let's Plays. Wie gesagt, morgen Abend nehme ich mit dem Barkin Footdraft auf und Omsi kommt natürlich auch wieder und den Rest entscheidet ihr dann mit den Livestreams. Danke fürs Zuschauen und bis dann mal. Tschüss. Was ist das?